Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Days Gone. Triff dich mit Colonel Garrett, das wollen wir jetzt tun. Wir haben uns in der letzten Folge das Camp mal komplett angesehen, das riesige Camp. Und das sieht nur von außen so riesig aus. Wir haben nochmal einen riesigen Teil, der sich hier innerhalb dieses Berges befindet. Auch den haben wir uns in der letzten Folge angesehen. Die Nahrungsmittelbeschaffung anscheinend, ein riesiger Platz da unten. Man kann sogar von hier oben bis nach unten gehen oder von unten eben bis nach oben gehen. Aber wir gehen jetzt aber mal hier die süße Zimtschnecke hier nach oben und treffen uns mal mit ihm. Ich würde sagen, bevor wir da rübergehen, gucken wir uns hier auch nochmal ganz kurz in diesen Gebilden hier um, in diesen Zelten. Ob wir was finden können, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals mit diesen Fahrzeugen hier fahren können. Ich glaube, wir werden beschränkt sein auf unser Bike, leider Gottes. Auch wenn die schon ziemlich cool aussehen, dieser Militärband da unten, dann die LKWs. Aber ich denke mal, wir werden ziemlich beschränkt sein auf das Bike, mit dem wir nur herumbrausen können. Aber okay. Dann bleibt es halt dabei. Gucken wir mal. Wie sieht's hier aus? Können wir hier rein? Da ist schon mal ein Schloss. Das sehe ich bis hierher. Da geht's nicht weiter für uns. Ja, schade. Schade. Und da drüben haben wir nochmal das Logo von denen. The Chutes County Miliz. Da sind wir. Das ist das Logo von denen. Hier sind wir gerade. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles hier entwickeln wird. Mit der County Miliz, mit Garrett, aber natürlich allen voran mit Sarah, unserer Frau, die wir da vor 2 Folgen wieder gesehen haben, nach über 800 Tagen. Und ich glaube, bis wir mit ihr wieder auf so ein Level kommen, auf das wir einmal schon waren, das wird noch eine Weile dauern. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Hör rein. Ich trinke gerade einen Tee. Kräuter. Ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir. Danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe einen Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie, also... Ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wegtreten. Na, ich wollte mich eigentlich hier noch ein bisschen umgucken. Wir werden die Welt zurückerobern. 7000 EP wieder oben drauf. Und wir sind schon bei knapp 90%. 20.690 Punkte von 23.150, die wir brauchen für unser nächstes Level-Up, für unsere nächste Fertigkeit, die wir uns dann holen können. Sehr schön. Noch das Vertrauen steigt bei Wizard Island um ganze 1500 auf 2245 von 5000, also auf knapp die Hälfte. Das freut mich sehr. Ein guter Soldat und Recht und Unordnung sind wir auch bei den Stories weitergekommen. Das freut mich noch mehr. Ich würde ganz gerne, bevor wir da jetzt eine Mission anfangen, hier nochmal ganz kurz gucken. Wegtreten hat er zwar gesagt, ob wir nicht da vielleicht noch irgendwas finden können. Wie beispielsweise hier die Bibel. Die Bibel des Colonels. Das gute Buch. Sieht ziemlich gelesen aus. So, schauen wir mal. Vielleicht seine Abendlektüre. Lieferjunge. Ich glaube, es wird hier sein, das gute Buch Nummer 22. Die Bibel des Colonels, gefunden auf Wizard Island, und das sieht aus, wie wenn man das schon lange in der Hand gehabt hat. Können wir gar nicht reinschauen. Holy Bible. Geht leider nicht. Sieht ein bisschen verbrannt aus hier oben. Aber ich denke einfach, die hat schon ziemlich viel mitgemacht, kann ich mir vorstellen. So, mal gucken, ob wir noch was finden. Siehst du aber gut, dass wir hier vorbeigeschaut haben. Da ist noch was. Sarah und ihre Kräutertees. Aber Matt kann mich mal. Der Schlaftee. Das ist dann Nummer 21. Ein Brief und eine Packung Tee gefunden auf Wizard Island. Matt, try this herbal tea. I grow the herbs myself. They should help you sleep, Sarah. Probier mal diesen Tee. Ich pflanze die Kräuter selber an. Der sollte dir beim Schlafen helfen. Von Sarah. Achso, steht ja hier. Probieren Sie diesen Kräutertee. Die Kräuter, dafür baue ich selber an. Ich sollte ihm beim Einschlafen helfen. Es sollte ihm beim Einschlafen helfen, Sarah. Okay, haben wir ja gut übersetzt. Sehr schön. Sir, mein Lieber. Also, natürlich Sir meine ich, eh klar. Corporal St. John, kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Captain, ja, Sir. Ah, geht das nicht alles ein bisschen freundlicher? Könnten Sie vielleicht zum Diamond Lake Außenposten kommen? Deacon. Nicht Corporal St. John, aber okay.
das wird noch dauern, bis wir uns hier auf einer freundschaftlichen Art und Weise begeben. Oder begegnen wohl eher. Ich frage mich, ob die beiden, ob er da oben, der Garrett, ob der mit Curry auch, wenn niemand zuhört, so redet auf Ja, Sir und sowas. Oder ob die untereinander auch ganz freundschaftlich miteinander, ganz kumpelmäßig miteinander umgehen. Weiß ich gar nicht, muss ich zugeben. Also, woher soll ich es auch wissen? Natürlich, aber... da würde ich auch gerne mal hin. Guck mal, da hinten brennt's. Aber das ist schon ein langer Weg danach runter. Wo steht denn unser Bike? Weiß ich gar nicht. Irgendwo... Ich renne einfach mal der Markierung nach. Das ist schon ein langer Weg, Freunde. Und ich bin gespannt, wann das erste Mal vielleicht ein Funkspruch von Sarah kommt. Wir haben ja mittlerweile nur Funksprüche von Curry gehabt oder von Garrett von oben. Ich bin gespannt, ob Sarah uns möglicherweise auch anfunkt und entweder eine Mission gibt oder reden möchte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt haben wir uns gerade wiedergefunden und wir verlassen das Lager eigentlich schon wieder. Aber gut, die Sarah möchte ja auch nicht mit. Nein, heute nicht. Hey, Sarge. Die möchte hier auch nicht weg. Die hat ja irgendwas hier zu tun. Die ist ja aber mit Forschung hier anscheinend zugange. Und deswegen einfach so abhauen ist nicht. Das ist nicht. Was haben wir denn hier hinten? Die Hoffnung nie aufgeben. Begib dich in das Gebiet nördlich von Chemelt. Oh. Ach so, die nächste Mission. Schutz für die Schwachen. Okay, ich würde ganz gerne mal hier hingehen. Weißt du was? Lass den Scheiß vor der Tür. Begib dich zur Lost Cabin Mine. Ist ein guter Plan. Da können wir nämlich hier auch direkt mal vorbeischauen. Ich würde sagen, wir machen mal eine Markierung hier rein. Aha, da werden wir so durchfahren. Interessant. Warum fahren wir nicht da hinten durch, wo wir eigentlich schon irgendwann mal waren? Na gut, dann fahren wir halt mal da durch. Da würde ich trotzdem ganz gern hier gleich mal stehen bleiben und gucken, was wir dazu finden können. Wir haben ja einiges von der Map hier mittlerweile schon aufgedeckt, aber blöderweise sind wir nirgendwo wirklich stehen geblieben und haben uns umgeguckt, das war eigentlich nur schnell mal durchgefahren in der Zwischensequenz oder so. Die sind schon gut geschützt, also ich bin wirklich erstaunt von diesem Camp hier. Verteidigen können sich die definitiv. So, schauen wir gleich mal hier rein, würde ich sagen. St. John! Corporal St. John! Oi. Sperr mal die Ohren auf. Ey, so, funktioniert dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht mal. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meine, tja, nichts. Ich will nur mal hören, wie es läuft. Hab dich seit der Vereinigung nicht gesehen. Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Wo bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahre da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Oh, scheiße, davon habe ich gehört. Ja, ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor. Ich muss los. Na schön, ey. Hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Außerdem, den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Ich muss los. St. John, Ende. Ach Gott, der Taylor, der ist so verloren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin einfach nur hier gerade stehen geblieben, weil ich mir gedacht habe, guck mal, wie detailliert das Boot hier aussieht. Ich meine, von den Verschmutzungen natürlich. Wir sehen überall den Rost. Corporal Deacon St. John. Und weiter geht's. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Also, wie läuft's, Mann? Taylor, ich hab grad zu tun, also... Ja, tut mir leid, Mann. Angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht, nein. Es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhält. Der stellt dich ins Camp und wieder raus. Was er vorhat. Ah, verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Curry, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Ja, klar, schon gut.
Ja, okay, Sir. Sam John, wir hören uns später. Okay, Ende. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der da... Ja, ich wollte gerade sagen, dass der da irgendwie doch schaut, ob er nicht vielleicht irgendwie an Drogen rankommen könnte. Ich weiß nicht, ich kann den schlecht einschätzen, aber ich kann mir schon gut vorstellen. Oh, Radio für Eugen. Wer bist denn du? Aua! Ihr wartet wohl schon auf mich, ha? Ja, die sind ja eh schon tot. Bist ein bisschen hinten nach gerade, mein lieber Deacon. Ich habe jetzt gar nicht so aufgepasst, muss ich ehrlich zugeben, beim Radio Free Oregon, aber ich glaube, das ist sogar gar nicht mal so schlecht, weil was der da immer für ein Blödsinn ablabert, keine Ahnung. Die Arche der Nation, wir gucken mal. Haben wir das hoffentlich bald hinter uns? Wo ist denn das in Radio Free Oregon überhaupt? Hier, 90%, na Gott sei Dank. Viel kann nicht mehr kommen, 2 sind noch offen. Eieieiei, unverwüstlich, Vorhut, Toten reden nicht, alles Lüge. Hä, wo ist denn das? Ach hier, Nummer 11. Die Übertragung von Copeland's Radio Free Oregon über die behördlichen Bunker, die die Regierung schützen. Okay, ihr habt's hoffentlich mitgehört. Ich war gerade ein bisschen beschäftigt mit denen, ich war voll perplex, auf einmal stehen da Leute und ich wusste nicht, was die da machen. Was wollten die denn hier? Gar nicht mehr gecheckt, wie es jetzt hier weitergeht. Und dann war die Waffe schon draußen. Höre ich da Freaks oder hört sich das nur so an? Meine Ansicht dürfte ja hier eigentlich keiner sein, wenn die da alles niedergebrannt haben. Gehen wir mal looten. Haben die hier vielleicht geschlafen? Haben sie gedacht, so, jetzt legen wir uns mal auf die Lauer. Da kommt bestimmt irgendein Doofi. Dass der Muckemuck da vorbeibraust, haben sie sich wahrscheinlich nicht gedacht. Und jetzt schlafen sie auch, aber für immer. Da gibt es kein Aufstehen mehr. Die Frage ist, hier liegen ziemlich viele von diesen Kanistern rum. Da vorne ist einer beim roten Auto, beim Taxi steht auch noch einer. Sollen wir mal auftanken? Wie viel Tank haben wir denn überhaupt drin in unserem Bike? Ist das viel? Ist das wenig? Ist das noch ausreichend? Wir haben eigentlich noch genügend Tank. Also ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Was haben wir hier noch? Außer abgebranntes Gebäude natürlich. Oh. Das war nicht geplant. Hallo? Lappeninventar voll. Okay, also ich glaube, hier ist dann die Rodung losgegangen. Da brennt auch noch ein bisschen was. Häuser, alles. Hier wird von nichts Halt gemacht. Alles wird niedergebrannt. Oh, Hauptsache, dass er überlebt. Guck mal. Da steht ohne Schaden hier rum. Eieieiei. Eieieiei, ob das so wirklich zielführend ist, ich wage es zu bezweifeln. Oh, guck mal, da unten müssen wir ja schon hin. Ich wage es zu bezweifeln, ich glaube es nicht. Wer seid ihr denn hier alle? Hallo? Wieso überlebt denn ja so viel? Ja, also. Und ein Bär ist da drüben auch noch. Ich glaube, das ist ein Ranger-Bär, kann das sein? Ja, das sieht mir ganz danach aus. Okay, ich glaube, wir looten schnell mal und gehen dann. Vielleicht hätten wir auf Glück verzichten sollen. Achso, die sind... Oh, scheiße. Nein! Alter Falter, ich hoffe, die bekämpfen sich gegenseitig. Aua! Ah, hört sich so an. Tschüss! Schnell mal weg hier!
wo sollen wir denn hin überhaupt? Fahren wir hier geradeaus? Weiß ich gar nicht. Was ist denn gut? Eigentlich ist es gut, wenn wir da runterfahren, aber wir können auch hier geradeaus fahren, dann hier nach oben fahren und dann mal so hingucken. Würde ich sagen, ist auch ein guter Plan. Markieren wir uns das da vorne mal. Hier, das da, damit wir uns das mal anschauen können. Einfach weg vom Bären, das ist die Hauptsache. Weg vom Bären. Oh, da ist ja auch noch was. Na hallo, hallo, was haben wir denn da Schönes gefunden? Ein paar Leichen, das ist aber nicht so schön. Ein paar Einschusslöcher, die wurden hier erschossen anscheinend. Ein paar haben sich da hinten hinretten können, aber die haben auch nicht lange überlebt. Wobei die eher aussehen, wie wenn sie schon kurz vor der Verwandlung gestanden wären. Aber hier der da, das ist auf jeden Fall der, der da angeschossen wurde. Hat sich noch rausretten können, weiter das aber nicht mehr geschafft. Genau dasselbe auf der Seite. Na, den hier hat anscheinend schon ein Flieger verzogen. Kann ich mir vorstellen. Überall die Plünderer unterwegs. So, nachdem wir hier so viel Zeug finden, wir haben ja jetzt einen Gesundheitscocktail, den wir herstellen können. Die Frage ist, wo sind die überhaupt? Ach, hier oben, der Konzentrationscocktail ist das. Da ist der Gesundheitscocktail. Wir brauchen Kraut dafür, okay. Ich wollte mich ganz kurz mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas herstellen können. Hier, die Attraktorbombe beispielsweise. Weil wir überall schon wieder Maximum stehen haben. Annäherungsbombe, na guck mal, wir können ja eh ein bisschen was herstellen hier. Und ich würde gerne noch ein bisschen was von dem Spaß hier mitnehmen. Ich kann nicht brauchen. Beispielsweise das hier, beispielsweise den Wecker hier drüben, beispielsweise das Medikit hier drüben. Alles Dinge, die ich gerne einstecken würde. So, sonst gibt es eh nichts mehr. Standardverschmutzung. Na, vielleicht wollte hier wer umziehen. Müllsack liegt da noch draußen. Schöne Bilder haben wir hier. Leider kein Textdokument, ist ein bisschen schade. Na gut. Das gefällt mir gut mit diesen Umzäunungen hier. Das waren bestimmt früher mal schöne Gärten. Oder? Was wird denn da drin gehalten? Ich glaube, oder fürs Laub. Aber das fällt hier auf der Seite wieder raus. Gucken wir mal in den Garten hinten. Da hängt noch die Wäsche. Frisch wie eh und je. Eine Machete. Na, die bringt uns überhaupt nichts. Wir haben jetzt die Superwaffe dabei als Nahkampfwaffe. Oh, Schrott. Wo war der denn? Warte mal, da hinten ist ein Bäumchen. Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir uns das auch mit. Na, eh klar. So, dann haben wir Hopsi. Baseballschläger. Ah. Kabeln sind schon ganz in Ordnung. Das ist schon ganz in Ordnung. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Es ist hier alles komplett verdreckt. Guck mal, hier fehlen, naja, die Küchenkassen fehlen nicht. Die sind eh noch da. Nur halt verdreckt eben. Hier unten ist überhaupt alles verdreckt. Hier sieht es aus. Alter Falter. Na gut, da hat seit 900 Tagen wahrscheinlich niemand mehr Staub gesaugt. Aber hier im Bad, das Bad ist makellos, das glänzt. Oder hier das Waschbecken. Das ist überhaupt kein Fleck. Der Spiegel da oben, der ist so verdreckt, dass du dich gar nicht mehr drin sehen kannst. Aber das Bad da unten, das glänzt. Wie frisch poliert. Auch das Klo. Naja, gut, da unten ein bisschen ein Makel, aber sonst? Da ist das Klopapier mitgenommen als das Klo. Schön. Oh. Ein kleines Röhrchen, nee, das sieht schon größer aus. Heißt aber trotzdem kleines Rohr, okay. So, da können wir eh nichts looten. Schön, so ein kleines Häuschen hier gefunden. Gefällt mir gut, sieht auch cool aus. Hat bestimmt früher sicher nice ausgesehen hier. Sieht man da in der Familie oder so, die da gewohnt hat? Ich glaube, da wird nichts draufstehen auf dem. Naja, schon komplett verrostet, da werden wir nichts mehr finden. Da war die Familie. Ihr wollt ja wahrscheinlich gerade abhauen. Man sieht ja, ein Koffer liegt auf der Motorhaube, ein anderer Koffer liegt da neben dem Reifen vorne. Und kurz vorm Abhauen, vielleicht kam der Nachbar und hat ein bisschen rumgeballert. Vielleicht kamen schon irgendwelche Drifter in ganz frühen Zeiten und haben hier ein bisschen rumgeballert. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall überlebt haben die das alle nicht. So, was haben wir hier? Achtung, Steinschlag. Aber nichts, das wir looten können. Ich glaube, hier in der Gegend müssen wir uns wirklich gar nicht genau umgucken, weil da finden wir ja eh nichts außer alles Verbrannte. Die Autos können wir uns vielleicht mal anschauen, aber das war's dann auch. Verbranntes und Tiere. Mehr werden wir da nicht finden können. Und wenn wir ein Haus finden, dann ist das natürlich auch bis auf die Grundmauern abgebrannt. Eh klar. Gibt's da was hinten Spannendes? Da gibt's ein bisschen Schrot, sehe ich gerade. Hallo, das nehme ich mit. Wir können ja theoretisch mit dem Schrott, den wir schon finden. Hallo? Ach, können wir da oben nicht. Okay.
Hocker das Waffenrad öffnen, aber es geht ja nicht, wenn wir auf dem Bike drauf sitzen. Da können wir vielleicht öffnen. Können wir da vielleicht noch ein bisschen was herstellen? Der Rückstandsbolzen geht nicht, aber die Brandbolzen können wir herstellen. So, und ich vermute mal, selbst wenn wir das jetzt hier öffnen können, das Medikit wird uns nicht beglücken können. Schauen wir mal. Ne, Maximum. Okay, habe ich mir fast gedacht. Andere Frage, wie sieht's aus mit Munition? Warum sind denn da so viele Leute hinten drin? Hat der die festgenommen? Ne, die sitzt ja hier am Beifahrersitz. Na nö. War das der Kopf vielleicht mit Privatfamilie? Kann auch sein. Eieieiei. Wie hat denn der das überlebt? Warum brennt eigentlich unser Arsch gerade? Achso, das ist der Brandpfeil. Yes. Schauen wir wieder auf die Waffe hier wechseln. Scheiße. Ich will nicht mit denen in Kontakt kommen. Können wir da irgendwas öffnen? Ich glaube eh nicht. Wir können da einfach durchfahren. Einfach durchfahren, ohne groß mit denen in Kontakt zu kommen. Schnell weg. Höh, wo kommt der her? Aua, scheiße, ich wollte mich gerade noch hinterm Bus retten. Nein, das sind die Nächsten. Na, warte nur, bis der jetzt da gleich auftaucht. So, viel Spaß mit dem. Verletzte! Ich lasse euch mal mit ihm alleine, okay? Du. Na, hol dir die Dame, hol dir die Dame. Geht schon. Hui, 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 hui. Alter, faltet der als drauf. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Schnell. Oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn Speed-Modus? Oh Gott, 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 oh Gott. Was gibt's denn nicht? Was überlebt denn der blöde Wichser? Unser Bike ist auch im Arsch. Wir können nicht mal flüchten. Na Gott sei Dank, Alter, und für das Ganze nur 200 Punkte, ganz ehrlich, da kriegen wir für den gammeligen Wolf, kriegen wir 150 und für den hier, wo wir irgendwie, da kannst du Horne niederschießen mit den Kugeln, kriegen wir gammelige 200 Punkte, naja. Wenn er noch ein Nuller hinten dran wäre, wäre ich zufriedener. Ja, zumindest hat er ein Medikit dabei. Die blöden Idioten, was haben die sich denn gedacht? Dass sie da jetzt heil rauskommen? Wenn ich die nicht umknall, dann kommt halt der. Tja, 850 Tage überlebt und dann verreckt. Blöd gelaufen. 15% noch, na Glückwunsch. Okay, dann würde ich sagen, gleich mal reparieren. Ich krieg das hin. Ey, da geht der Schrott drauf. Uiuiuiui, die Kunst der Reparatur Errungenschaft freigeschaltet. Das heißt schon was, da sieht man mal, wie schlecht wir fahren, wenn wir da schon eine Errungenschaft dafür bekommen, dass wir so oft reparieren. Oder so viel Schrott verbrauchen wohl eher. Aber einen schönen Ausblick hat man ja schon. Guck mal, da hinten. Leider sieht man hier... Ach, warte mal, wir sind ja genau hier jetzt, oder? War das nicht genau da? Nee, das war da drüben. Guck mal, das war genau da drüben, wo ich gesagt habe, da können wir vielleicht noch was lesen. Wo wir uns die Zwischensequenz... Wo die Zwischensequenz stattgefunden hat. Das war da drüben. Warum brennt es denn da hinten eigentlich noch? Haben wir das nicht alles schon mal mitgenommen? Nee. Oder? Es müsste hier irgendwo sein. Ich weiß gar nicht. Wo ist denn das, wo wir waren? Wo ist denn das, wo wir waren, dieses Lager? Na nö.
Ah, hier oben, genau, im verschneiten Gebiet. Ja. Ich sehe immer nur das kleine Teil da unten, aber den kleinen Teil da unten. Aber das Verschneidige, das gehört ja auch noch alles dazu. Das vergesse ich immer ein bisschen. Ah, gut, hier oben gibt es nichts unbedingt viel zu finden. Das haben wir schon gesehen. Hier waren wir auch schon, da waren wir auch schon. Da ist eine Horde vielleicht zu finden. Das ist eine Möglichkeit. Aber da müssen wir sowieso zuerst Munition holen. Ich würde sagen, wir werden erstmal hier hinfahren und dann gucken wir, ob wir eine Horde finden können oder nicht. Je nachdem, wie das aussieht. Eieiei, der Brecher. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Die sind Munitionsfresser einfach nur. Die sind einfach nur Munitionsfresser. Haben wir hier noch irgendwas zu mitnehmen? Nee. Das zahlt sich gar nicht aus, gegen die zu kämpfen. Ach nee, hier war das. Guck mal. Da haben wir dieses Teil. Was wir komischerweise trotzdem nicht lesen können. Was steht denn da? Prior to the creation of Crater Lake, this landscape was home to a cluster of volcanoes known as Mount Mazama, which are formed over a period of 500,000 years. Also bevor es hier den Crater Lake gab, war diese Landschaft hier Heimat von verschiedenen Vulkanen, die als Mount Mazama oder so ähnlich bekannt sind. Die wurden vor über einer 500,000 Jahre geformt. Vor 7700 Jahren... ist der Mount Mazama, wie auch immer, ausgebrochen. Expelling enough molten rock to collapse the area into a volcanic depression or caldera. Also er ist ausgebrochen und hat genügend Vulkangestein freigesetzt, damit er das Ganze hier verschüttet oder irgendwie so ähnlich. Ich kenne mich da nicht genau aus, muss ich zugeben. As water began to fill the caldera, it eventually became Crater Lake, the deepest lake in the United States. Und dann kam das Wasser zu und jetzt ist das einer der, oder der tiefste Fluss in, oder See in Amerika. Weiß gar nicht, ob das der Realität entspricht. Keine Ahnung, kann man sicherlich nachprüfen. Mr. Google weiß Bescheid. After decades of scientific research, maps of the flow of Crater Lake and geological studies of the layers of rock beneath the caldera provide us with details of the volcano's history. These help identify future eruptions and earthquakes in the area. Also es gab dann jahrzehntelange Forschungen von Gestaltungen von Karten hier von der Umgebung, vom Grund vom Crater Lake und auch Studien dazu. Da hat man sich die verschiedenen Gesteinsschichten angesehen und hat dann eben herausgefunden, ein bisschen mehr herausfinden können über den Ursprung dieser Vulkane hier und das konnte man eben auch einsetzen für zukünftige Ausbrüche bei anderen Vulkanen und natürlich auch Erdbeben hier in der Umgebung. Das ist jetzt mal grob übersetzt. Ich hoffe, es kommt halbwegs so hin. Ich meine, ich kann so das Notwendigste auf Englisch, deswegen ich hoffe, das ist halbwegs okay übersetzt. Bitte zu entschuldigen, wenn nicht. So, wenn wir schon mal auf der Hauptstraße gerade sind, dann können wir da vorne auch nochmal einen ganz kurzen Halt einlegen. Na, warte mal, das brauchen wir jetzt eh definitiv. Jetzt haben wir gerade so viel Munition verballert, da ist jeder Polizeiwagen auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denn jeder Polizeiwagen hat hinten Munition drin. So viel habe ich schon gelernt, außer der ist offen, dann haben wir ein Pech. Vorne können wir nichts looten. Ja, vielleicht bei denen da. Wie gesagt, wenn die Motorhaube ein bisschen geöffnet ist, dann haben wir schon verschissen. Dann gibt es da nichts mehr für uns. Leider. Ich mache ihn mal auf in weiser Hoffnung, dass wir da was rausnehmen können. Aber ich glaube, wir sind da schon wieder beim Maximum. Oder auch nicht. Nee, doch. Scheiße. Wie sieht's denn aus? Wir sind voll. Schade. Oh nein, wir rennen da unten wieder rum. Ah, ein Normalo. Wie kommt denn der daher? Achso, die haben doch noch nicht alles abgefackelt. Guck mal, da ist ja noch ein bisschen Landschaft zu finden. Deswegen spaziert er da rum. Aha. Kommen wir hier nochmal vorbei? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Da möchte ich hin. Da unten könnten wir auch vorbeifahren, wenn wir da relativ wenig finden, denke ich. Na gut, wir fahren dann eh da oben zurück. Wir fahren da oben zurück, dann fahren wir die Hauptstraße da entlang, gucken hier noch ein bisschen, gucken da vorne noch ein bisschen. Dann nehmen wir uns das Haus dann später mit. Dann müssen wir jetzt nicht extra nach unten gehen. Da kommen wir nachher noch vorbei. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen gesehen, bis auf die Horden, die wir sicherlich hier auch finden werden. Wir haben ja auch gesehen auf der Map, es gibt hier, glaube ich, 3 Horden in dieser Region. Genau, da unten steht es. 3 Horden gibt es im Crater Lake. Ich glaube aber, dass wir
an sich mit Freaks, die hier vielleicht einfach nur so umherstreifen in der Nacht, da keine allzu großen Probleme haben, weil eben schon der große Teil oder der größte Teil dieser Region eben schon niedergebrannt wurde und die eben deswegen kein Zuhause finden können. Die können hier ein Zuhause finden, also gerade in der Region, wo wir uns hier gerade befinden, weil da noch nicht alles abgefackelt wurde, aber in den anderen Regionen gibt es keinen Platz für die. Da mal das Problem, dass so wieder Viecher auf uns warten. Da ist die Frage, was ist leichter? Was ist denn hier nie wieder los? Siehst du den da hinten? Na, weißt du was? Den zünden wir den Arsch an. Ja, so kann's einem gehen. So, wo ist die Dame? Greif ihn an, da hinten kommt sie. Hallo. Hättest lieber mal fliehen sollen. Ich dachte, die haben das hier unter Kontrolle. Ich dachte, die führen hier Streifenfahrten und so weiter und so fort durch, um eben genau sowas zu verhindern. Da ist jede 5 Meter eine Straßensperrung, die irgendwelche Plünderer warten da. Das gibt's ja nicht. Waren das wir hier eigentlich? Weiß ich gar nicht, mit dem Einschussloch da hinten. Ich dachte, die haben das hier alles voll sicher. Irgendwie nicht. Ah, Traktorbombe herstellbar. Müssen wir das überhaupt herstellen? Nee. Na, dann ist ja alles gut. Ja, soll passen. So, Motorhauben sind... Ach, guck mal, da liegt ja auch einer. Ah, das ist auch einer. Guck mal, mit dem Bike steht er hier. Die Leiche extra da hinten hingelegt, damit sie keiner sieht. Gut, dass da ein X ist auf der Karte. Sonst hätte ich den wahrscheinlich eh nicht gefunden. Ah, da ist nichts drin. Okay. Oh, guck mal, ich glaube, das ist eine Pflanze, die kennen wir noch gar nicht. Gesundheitscocktail, du weißt aber nicht die Pflanze, Bitterwurzel heißt die Pflanze, das ist eine Pflanze, die wir noch nicht kennen, denn all die da oben angeschrieben sind, wenn wir sie pflücken, sind die, die wir gerade erst frisch das erste Mal in der Hand haben. So, da haben wir die Bitterwurzel Nummer 14, ist das eine kleine Pflanze, die eine einzige Blüte trägt, ihre Wurzeln sind essbar und gelten mancherorts als Delikatesse, die sieht cool aus, also als Dekopflanze geht die definitiv durch. Und den Gesundheitscocktail können wir uns herstellen, wo ist denn der, hier. Dieses Kraut brauchen wir dafür also. Okay. Gut zu wissen. Noch ein bisschen Schrott. Und auch hier guten Ausblick auf Wizard Island. Schade, dass diese Fahrzeuge nur in der Zwischensequenz rumgefahren wären. Wäre cool, wenn da jetzt auch ein Fahrzeug so runterkommt beispielsweise. Aber wir haben da wirklich dieses geschäftige Treiben nur in der Zwischensequenz blöderweise gesehen. Finde ich ein bisschen schade. Hätte ich gerne so ein paar LKWs da hinten hin und her fahren sehen. Einfach für ein bisschen eine lebendigere Umgebung. Aber gut. Wir sagen halt, die haben alle was zu tun. So, ich gucke nochmal ganz kurz, bevor wir losfahren, bei diesem einen Busch da hinten, ob wir da was pflücken können, möglicherweise. Ich glaube, wir sind schon wieder beim Maximum angekommen. Jo, aber da hinten gibt es auch noch eine Pflanze. Ein Pfifferling. Der kommt mir bekannt vor, aber den haben wir im Spiel noch nicht gehabt. Der Pfifferling. Rehpilz. Da haben wir ihn. Nummer was? 26. Dieser gelbe Pilz wächst in Gruppen. Das sieht man hier auf dem Bild auch schön. Er enthält zahlreiche Vitamine und wird oft zum Kochen verwendet. Lecker Schmecker. Da können wir bestimmt ein paar Punkte abstauben. Die Frage ist, wo sind die besser eingesetzt? Ich würde fast sogar sagen, die sind besser eingesetzt bei Diamond Lake, weil wir da ein bisschen in unserem Bike rumschrauben können. Wenn wir die einsetzen bei ihm da drüben, können wir uns aber eine Waffe einkaufen irgendwann mal bei Vertrauensstufe 2. Was ja eh noch lange dauert, bis wir die erreichen können. Ich würde sagen, wir versuchen das halbwegs in der Waage zu halten. Einmal dort, einmal dort. Wer ist denn da drüben schon wieder unterwegs eigentlich? Das ist doch eine Horde, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten ist ein newer Checkpoint. Aber gut, da wollen wir ja so oder so hin, wenn wir da hinten hin müssen. Kommen wir da bei der Straße vorbei? Ah, da hinten würden wir rumfahren. Okay. Naja, egal. Ach, das ist ein Nest hier. Guck mal, das ist so rot schraffiniert. Das heißt, hier ist irgendwo ein Nest. Wahrscheinlich hier beim Checkpoint dann oder da oben kann auch sein. Lassen wir jetzt mal außer Acht. Wir gehen jetzt mal hier hin. Das holen wir uns dann, wenn wir dorthin müssen. Und das müssen wir ja, wie gesagt, irgendwann mal. So, oh, hallo. Gefällt dir das?
Dann bleiben wir gleich mal hier stehen. Da wollten wir ja vorher schon einmal kurz vorbeigucken. Also die haben jetzt hier die letzten 2 Jahre damit verbracht, ein bisschen was von der Umgebung abzufackeln. Und dann fährst du hier 5 Meter weiter und hast erstmal eine Horde vor dir stehen. Dann sieht man ja, das ist nicht irgendwie zweckmäßig, dieses Ganze. Das zahlt sich doch überhaupt nicht aus, da so viel Zeit, Geld und Ressourcen, also Geld ist ja relativ, aber Zeit und Ressourcen darin zu verschwenden, hier die ganze Umgebung niederzufackeln, wenn dann eh 3 Meter daneben die nächste Horde rumspaziert. Das bringt doch nichts. Womit wollen die denn die nächsten 5000 Jahre hier weitermachen? Nur mit dem? Da sind sie vielleicht mal in Oregon fertig, aber die ganze Welt besteht mehr als aus Oregon. Ja, ich weiß schon, was ihr Arschlöcher vorhabt. Wo ist hier Plündercamp? Ach, hier oben. Jo, sollen wir uns das holen? Wie kommen wir denn da hin? Da hinein. Cascade Lakes Hinterhaltcamp. Ja, warum auch nicht, oder? Warum auch nicht? Ich würde sagen, wir werden uns vorher nochmal ganz kurz hier umgucken, dann fahren wir da nach oben, dann holen wir uns das Camp und dann fahren wir endlich dahin, wo wir hinwollen. Jetzt sind wir eh schon wieder ganz woanders. Wir sind hier gestartet, sind wir auf der Ecke. Da wollen wir hin. Zum Diamond Lake Camp zurück oder eigentlich eher hier. Nee, erstmal hier hin. Wer weiß, wo uns die Mission hinführt. Vielleicht haben wir dann gleich beide da oben. Erstmal hier hin, dann hier oben hin. Das ist ein guter Plan. Oje. Ach, guck mal. Ah, oh, das sind ja Flüger, die den angreifen. Cool. So. Ich sehe Polizei. Das heißt, ich... Was ist der Sniper von da oben? Ich sehe Munition. Auf der Seite wird auch geballert. Na, hier geht's ja ab. Also ganz ehrlich, ich habe zwar gesagt, die haben es hier voll sicher, aber irgendwie zweifle ich da jetzt mittlerweile schon dran. Wer ist das denn? Ach so, ein ganz normaler. Das ist aber eine Kreischerin da oben. Okay, das wird immer näher hier. Schießt ihr überhaupt noch auf uns? Auf uns meine ich. Schießt ihr überhaupt noch auf die? Nicht auf uns. Weiß ja nicht, was bei denen da drüben schon wieder abgeht. Heieieiei. Keine ruhigen Nächte. Und die erzählen mir was von... das müssen wir dem Crew sagen, weil wir sind ja hier eigentlich auf Streife gerade unterwegs und sollen jeden festnehmen, der sich hier umtreibt. Na, das sieht man ja. Da haben die ja gute Arbeit geleistet bisher. An jeder Straßenecke steht irgendjemand. So, da schnallen wir uns aber den Schalldämpfer drauf, würde ich sagen. Okay. Haben wir jetzt oben? Nee. Hallo, anbringen. Oh, da sind noch ein paar von denen. Voll ins Schwarze. Ist das eine Horde? Ich weiß gar nicht. Na gut, entdeckt haben die mich ja schon. Oh, Nestrückstände. Cool. Wer war denn das? Haben die eine Armbinde? Nee, das waren nur Plünderer, also okay. Sind zwar auch sehr militärisch ausgerüstet, aber... keine Armbinde heißt, die waren nicht bei uns dabei. Also bei uns sei jetzt schon, wir sind ja auch erst quasi zu Gast dort fast schon. 4 von denen. Weißt du, 4 von denen, alle bewaffnet, dann kommen da 3 so ärmliche Flüger um die Ecke und killen die alle. Also schon ein bisschen peinlich, oder? Und dann wollen die hier irgendjemanden ausrauben. Dass sich die noch nicht selber erschossen haben, wundert mich. Ich meine, das ist jetzt Schwärmer, das ist die einfachste Kategorie. Wenn einfach mal 20 Brecher stehen, dann kann ich denen sagen, okay, das überlebst du vielleicht nicht. Aber bei 4 von den Schwärmern, oder 5 von mir aus, und 4 von denen, ganz ehrlich, wir haben schon Horden erledigt mit 500 Leuten, also 500 Flügern, und leben noch. Die sind zu 4 hier unterwegs und schaffen es nicht, 5 von denen auszuschalten, aber wollen dann hier auf, oh, jetzt stirbst du, oh, ich bin hier, der Superdrifter und kille alle, mhm. Ich glaube auch. Nein, das hier wollte ich eher nehmen. Noch mehr, wie viel liegt denn hier rum, guck mal. Warum liegt denn hier so viel von dem Benzin rum? Ich meine, das brauchen wir natürlich jetzt schon irgendwann mal. Vielleicht sollte man sowas auch einfach mitnehmen und volltanken. Das wäre auch eine Idee. Sprit.
Hätte ich fast verpasst. Cool. Oh, warte mal, da haben wir ja auch noch so ein kleines Gebäude. Dass da einfach so irgendwo Nestrückstände liegen, ist auch komisch. Die finden wir normalerweise nur dort, wenn wir Nester ausheben. Finde ich aber gut, dann können wir zumindest ein paar von den Bolzen herstellen. Das sind ja die Bolzen, die wir auf einen Menschen schießen können. Und der ist dann für kurze Zeit quasi nicht mehr auf Seite von seinen Freunden, sondern schießt die selber nieder. Funktioniert aber eben nur bei Menschen, bei Flügern hat das keinen Sinn. Also der bringt dann nicht seine eigenen Flüger um, seine eigenen Flügerkollegen. Nee. Die sehen sogar noch ziemlich lebendig aus, also bis auf das Blut natürlich. Jetzt der hier hinten nicht mehr, aber die gibt's mal. Gut, die geben sich die Hand. Ich glaube, die haben sich gegenseitig umgebracht hier und irgendwas eingenommen oder sowas. Dann mal los. Ja, dann mal los. Das sollte reichen. So, fürs Erste glaube ich genug. Na gut, Freunde, der da oben hat sich... Ach, was für ein schöner Himmel. Guck mal, der war jetzt das erste Mal, sieht man denn jetzt erst richtig, wie viele Sterne man hier sieht. Ich in der Großstadt, in Wien, sehe das natürlich nicht. Ich sehe vielleicht einen. Und dann komme ich drauf, ups, der blinkt, das ist ein Flugzeug. Hier sieht man doch ein paar. Der hat sich auf jeden Fall da oben beruhigt, wie schnell die da auch sind. Guck mal. Cool. Finde ich nett. Ach, gehen wir mal auf die Map, sonst komme ich nicht mehr zum Reden, sonst komme ich nur zum Staunen. Nächste Folge, kümmern wir uns mal um das Hinterhaltcamp Jäger. Was? Um das Hinterhaltcamp da oben. Wir sind ja nur der Jäger von dem Ganzen. Cascade Lakes Hinterhaltcamp, machen das Camp ausfindig. Na gut, das haben wir ja schon. Wir müssen nur gucken, wie viele da noch drin sind. Für Wizard Island bekommen wir 1100 Punkte. Und die Frage ist jetzt, ist das hier auch gleichbleibend mit dem hier? 1280? Nee. 5000 brauchen wir hier. Für Stufe 1, aber 12.500 brauchen wir... Achso, sind wir schon auf Stufe 1. Aha. Cool. Also die Punkte, die wir hierfür kriegen, wandern auf jeden Fall aufs Konto von Wizard Island. Das finde ich schon mal gut. Da sind wir nämlich bald dann auch auf Stufe 1. Wenn das hier schon alleine hier 1.100 Punkte sind, dann brauchen wir ja nicht mehr viel, um dann auf die 5.000 Punkte zu kommen. Also das sollte ja dann easy cheesy eigentlich funktionieren. Dann haben wir da oben die Horde, die wir uns vielleicht vorknüpfen können. Gucken wir mal. Wir können ja mal vorbeifahren, um zu gucken, was wir dort finden können dann in der nächsten Runde. Dann würde ich ganz gerne hier zum Camp zurück, zum Diamond Lake und dann fahren wir dann nach oben. Ich glaube, das ist ein guter Plan dann für die nächste Runde. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde ich sagen, von dieser Folge hier bei Let's Play Days Gone und es geht dann weiter in der nächsten. Bis dahin, tschüss!